Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Projekt Civilization. Wieder in unserer Civ 2 Welt. Das letzte Mal haben wir unsere Zivilisation gegründet, die Österreicher. Und wir werden jetzt mal bis ins Jahr 1000 oder so vordringen. Schauen wir mal, vielleicht bauen wir noch die zweite Stadt. Sollte eigentlich relativ bald vonstatten gehen, weil wir haben schon fast den neuen Siedler. Das gezeichnete Startpunkt ist nicht schlecht durch diese, durch den Fluss. Wir können uns schon überlegen, wo wir die nächste Stadt hinbauen. Entweder hierher am Fluss. Oder hierher, also ich will sie auf jeden Fall am Fluss bauen. Aber vielleicht auch daher. Na, bauen wir zuerst die nächste Stadt hierher. Okay. Auf jeden Fall, wir fahren weiter und haben hier noch ein Hütchen, das wir aufmachen. Und es bringt uns 50 Goldstücke. Auch nicht schlecht. Okay, und wir haben unseren ersten Siedler. Ihr seht, wenn wir einen Siedler bauen, verlieren wir eine Einheit hier. Außerdem, also hier sehen wir, wie viel wir für die Einheiten zahlen müssen. Außerdem sehen wir hier, dass wir im Despotismus können wir so viele Einheiten gratis erhalten mit unserer Produktion, wie die Stadt groß ist. Also eine Einserstadt kann genau eine Einheit erhalten. Die zwei kosten eine Produktion und Siedler kosten sowieso immer auch eine Nahrung. Das heißt, wir wachsen langsamer jetzt. Das heißt, wir werden den Siedler relativ schnell einmal umwandeln in eine Stadt, damit wir wieder schneller wachsen. Und wir werden als nächstes... Oh, wir können noch gar nicht den Diplomaten bauen. Dann bauen wir noch eine Phalanx und ich zeige euch dann, was das bedeutet. Also wir können nämlich jederzeit die Produktion wechseln. Zu dem kommen wir nachher gleich. Sobald wir Writing haben, werden wir statt der Phalanx einen Diplomaten bauen. Der hat einen riesen Vorteil, der kostet nie Unterhalt. Und damit kann eine Stadt so viele Diplomaten haben, wie man nur will. So. Die Einheit geht weiter und wir bauen relativ... Oh, und wir haben Writing entdeckt. So, wir können jetzt Diplomaten bauen. Ich zeige euch das mal kurz. Der hat keine Kampfstärke, das heißt, wenn der angegriffen wird, ist er tot. Aber... Er kann erstens einmal durch gegnerische Gebiete durchziehen, also man wird blockiert von Gegnern, außerdem kann er sich zwei Felder pro Zug bewegen, das ist auch ziemlich genial. Und er kann so Sachen machen wie Botschaften gründen und ähnliches. So, als nächstes, ihr seht, wir haben kein Code of Laws mehr drinnen jetzt. Aber was anderes, was durchaus wichtig ist für uns am Anfang, Currency. Mit Currency können wir Marktplätze bauen. Deswegen machen wir das gleich als nächstes. So, und du gehst mal daher. Ich glaube, du wirst da die nächste Stadt bauen. Ah, yes. Achso, warte mal. Ich bin so dumm. Ich muss da ja noch ändern. So, wir können hier jederzeit ändern. Und zwar, ganz wichtig, Einheiten können immer in andere Einheiten verändert werden, ohne dass man an Geschwindigkeit verliert. Und wenn ich das mache, dann bleiben einfach diese vier Schilde erhalten. Wenn ich das jetzt umwandeln würde, zum Beispiel in eine Bibliothek, in eine Library, dann würde uns warnen, dass wir 50% unserer Produktion verlieren. Das heißt, wir würden zwei Schilde verlieren. Deswegen bleiben wir da beim Diplomaten. Das gleiche gilt auch für Wunder. Ah, nein, okay.
Wir können auch mit dem Geld, das wir angesammelt haben, Dinge fertig bauen und kaufen. Das wird dann später bei den Wundern ganz interessant werden. Das heißt, wir brauchen viel, 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 viel Geld. So. Ein neues Häuschen. Leider ist nichts drinnen. Weed grows in empty ruins. This village has long been abandoned. Okay, ich überlege gerade, warum wir es daher. Das Problem ist, es geht bis hierher. Wenn wir hierher bauen, haben wir das zwar noch drinnen. Da haben wir noch eine Überschneidung mit Wien, aber nur in diesen beiden Gebieten. Das ist uns aber egal. Das heißt, wir werden darauf gehen und da die Stadt hier bauen. Und wir nennen sie natürlich nicht Leipzig, weil Leipzig nicht in Österreich ist, sondern wir nehmen die zweitgrößte Stadt. Und zwar Graz. Ich überlege gerade, ob wir das machen sogar. Da sind wir schneller mit der Produktion. Wir wachsen zwar langsamer, aber den Anfang machen wir das so. Wir wollen schnell wachsen, von der Bevölkerung auch. So. Ah ja, das ist auch ganz nett. Diese beiden Gebiete hier, das eine ist Seide und das andere ist ein Fasan oder Wild. Im Ziff 2 gibt es sowas wie strategische oder Ressourcen zum Erzeugen von Glück und ähnlichem nicht, aber all diese Ressourcen, diese speziellen, bringen mehr Einkommen. Im Fall vom Fasan, vom Wild ein Essen und eine Produktion mehr, im Fall von der Seide vor allem ziemlich viel Trade, also im Endeffekt Geld mehr. Und noch eine Hütte. Oh, noch ein Skilled Mercenaries. Wenn sie weit genug von zu Hause weg sind, dann haben sie keine Zugehörigkeit, was gut wäre. Naja, aber natürlich gehört er zu Graz. Und da sind Wale, die finde ich überhaupt am besten. Die bringen nämlich Produktion auch noch aufs Meer. So, wir haben einen Reiter gekriegt, der jetzt zu Graz zugezählt wird, was schlecht ist. Dadurch sinkt nämlich die Produktivität von Graz. Ja, weil ich meine, jetzt am ersten Schritt noch nicht, aber das wird dann schon noch. So. Wir gehen mit denen hauptsächlich durch die Grasländer, weil okay, schauen wir zur Stadt. So, als nächstes bauen wir hier natürlich wieder einen Siedler. Wir bauen möglichst schnell möglichst viele Städte. Am Anfang werde ich die noch nicht sehr stark ausbauen. Vor allem hier mit dem Fluss sind wir relativ gut bedient, weil die Gebiete haben dann mit dem Fluss meistens eh recht gut sind und im Despotismus bringt der Ausbau von Feldern eh noch nicht allzu viel. Ja, genau. Also in Grasland oder Plains braucht man nur einen Bewegungspunkt, wenn man durch Wälder oder Dschungel oder Sumpf oder sowas geht. Das ist Sumpf, das ist Dschungel, das ist Wald. Dann verbraucht man zwei Bewegungspunkte. Deswegen mit so schnellen Einheiten gehe ich lieber durch Plains. So, wir haben Currency entwickelt, ausgezeichnet. Wir werden dann anfangen, bald Marketplaces zu bauen. Was die können, werde ich euch gleich erzählen. So, Code of Laws ist das nächste Wichtige, da wir ja Literacy haben. Warum Literacy, werdet ihr fragen? Also vielleicht fragt ihr es auch nicht. Das liegt einfach daran, mit Literacy kann man ein Weltwunder bauen, und zwar das absolut wichtigste Weltwunder bei Civ 2.
Und zwar die Bibliothek von Alexandria. So. Wir bauen auch hier Siedler. Und den lassen wir natürlich in der Stadt. Wir werden über kurz oder lang die Stadt mit einer zweiten Phalanx ausrüsten. Oder vielleicht schicke ich auch diesen Bogenschützen nach Wien zum Beispiel. Der ist nämlich auch relativ gut in der Verteidigung. So, schauen wir mal. Advanced Tribe, ausgezeichnet. Advanced Tribe heißt, wir haben eine Stadt gefunden, die sich uns anschließt. So, leider seht ihr hier das erste Waste. Was bedeutet Waste? Wir werden das dann auch da oben bei Trade sehen. Es gibt Corruption, das heißt, nicht der gesamte Trade, den wir produzieren, wird zu Geld oder Science umgewandelt, sondern geht in die Bezahlung von irgendwelchen Beamten, die korrupt sind. Und genau das gleiche gilt für die Produktion auch. Ein Teil der Produktion wird durch Korruption verschwendet. Das ist dann Waste. Woher kommt das? Das liegt hauptsächlich daran, vielleicht sollten wir dann da bauen. Ja, da habe ich dafür Corruption. Ach wie. Aber dafür haben wir um eins mehr. Achso, nein, doch nicht. Es ist wurscht. Das ist das gleiche, wie wenn wir da bauen würden. Ja, es ist vollkommen gleich. Je weiter man von der Hauptstadt entfernt ist, desto mehr wird das. Vor allem im Despotismus ist es besonders stark. Despotismus und Monarchie sind da relativ mächtig und ihr werdet feststellen, je mehr Städte man hat, desto mehr von diesem Ding hat man. Das wird uns ziemlich zu schaffen machen. Deswegen werden wir versuchen, auch möglichst schnell bessere Regierungsformen zu kriegen. Gut, wir bauen da natürlich wieder eine Phalanx und wir werden die Stadt umbenennen. Und zwar in die drittgrößte Stadt Österreichs, nämlich Linz. Okay. Achso, Zug ist zu Ende. Ja, wie ihr seht, es gibt hier auch sehr viel mehr Platz als bei C5. Wir treffen hier erst sehr viel später auf irgendwelche Gegner. Was mich jetzt nicht unbedingt stört. Ich meine, 2000 vor Christus und wir haben schon drei Städte. Das schaffen wir mit C5 natürlich nicht. Und wir haben hier noch einen. Yes, und wir haben Wandering Nomads. Das ist eine der coolsten Sachen, die man finden kann. Und zwar deshalb, weil das sind Siedler, aber diese Siedler gehören zu keiner Stadt. Deswegen ist es auch ganz, ganz toll, wenn man am Anfang zwei Siedler hat, weil einer dieser Siedler gehört immer zu keiner Stadt. Das heißt, wir müssen keinen Unterhalt für den zahlen. Das heißt, der wird nicht zu einer Stadt werden, sondern den werden wir zum Ausbau unserer Infrastruktur nutzen. Jetzt werden wir gleich mal nach links schicken. Und dort werden wir gleich mal anfangen damit und dann werden wir rüberfahren und die anderen Städte versuchen anzuschließen. So, 100.000, wir sind im Jahr 1950 vor Christus. Vielleicht machen wir nur bis 1800. Okay. Da haben wir ein Dead End. Und ich glaube, wir haben hier auch ein Dead End.
Das ist eine relativ kleine Welt, also eine relativ kleine Insel, aber groß genug, damit man recht viel aufbauen können, glaube ich mal. So. Schauen wir mal, vielleicht geht es da unten ja noch weiter. 1750. Und unsere erste Straße. Ihr seht, Straßen bringen das gleiche wie Flüsse. Man kann sich erstens schneller bewegen. Und zweitens bringen sie einen Handel. Das ist gut. Ich glaube, an dieser Stelle können wir aufhören. Wir können Straßen allerdings noch nicht auf Flüssen bauen. Aber Pech gehabt. 1050 ist eine gute Sache. An dieser Stelle, meine Herrschaften, hören wir mit unserer zweiten Aufnahme auf. Und wir sehen uns gleich wieder bei C5, bei der zweiten Aufnahme C5. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss euch. Wow. Mist. Mit F12 kann ich das nicht abdrehen. Na okay, jetzt tschüss euch. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Projekt Civilization. Hier wiederum mit unserer C5-Aufnahme, nachdem wir uns davor die C2-Aufnahme angesehen haben. Am Ende dieser Aufnahme, am Ende der zweiten C2-Aufnahme, haben wir ja bereits drei Städte gehabt. Ich fürchte, dass wir am Ende von dieser Aufnahme hier noch nicht haben. Aber, wie schon gesagt, C5 ist weit weniger städtelastig. Auch hier werden wir versuchen, möglichst viele Städte zu bauen. Ich überlege mir gerade, wo wir die zweite Stadt hinbauen. Also hierher, das ist ein schöner Ort, da haben wir den Trüffel, das Wild, wir haben das und das. Wir haben sogar Zugang zu diesen Graben. Und vielleicht bauen wir darüber auch eine Stadt. Da haben wir nämlich überall Wald dazwischen. Da haben wir noch einmal Graben. Und noch einmal Graben. Machen wir nur da die Straßen bauen. Da drüben ist es leider nicht ganz so schön. Da haben wir einen Haufen Tundra. Ich hasse Tundra und Tundra kann man eigentlich nicht wirklich was bauen. Leider haben wir nicht allzu viele unterschiedliche Ressourcen. Also es gibt da Seide zweimal und einen Haufen Graben. Na gut, schauen wir mal. Bis 1700 circa, wenn wir jetzt spielen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, wir nehmen natürlich Survival Lesen. Dann können wir besser heilen. Und wir sehen. Gut, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Bergbau, sonst können wir nämlich die Seide nicht abbauen. Irgendwie schön, wenn die einen Bautrupp hätten, den wir klauen könnten. Da ist noch einer plötzlich. Das gefällt mir aber gar nicht. Und ein anderer Spieler ist schon in der Klassik. Noch das gefällt mir erst nicht. Und noch ein paar Tieren. Kommen werden. Das Land nahe eurer Stadt. Ja, danke. So, wir haben hier ein Boot gebaut, um das da auszubauen. So, was bauen wir da als nächstes? Zum Sagen, noch ein Arbeitsboot wäre vielleicht gar nicht immer so schlecht. Obwohl,
einen Siedler. Ich fürchte, Kuala Lumpur wird nicht so bald irgendwelche Typen bauen, die wir klauen können. Machen wir mal einen Siedler. Immer daher bauen vielleicht. Genau, und den zweiten bauen wir darüber. Sollten wir doch noch einen Pantheon, wie der Raben, doch noch einen Pantheon kriegen. Ich überlege gerade, ob wir das überhaupt angreifen sollen. Nö, wir warten da mal. Lassen Kuala Lumpur ein wenig die Arbeit machen für uns. Ja, das stoppt man nicht. Könntest du in Kuala Lumpur bleiben vielleicht? Wenn ich dich hier killen kann, direkt an der Grenze. Wenn du nicht mehr an der Grenze stehst, bringt es mir nichts, wenn ich dich töte. Na egal. Nein, die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Gut, machen wir den Siedler oder machen wir den die Staatsbürgerschaft und uns einen gratis Bautrupp. Schon denn deswegen, wenn wir eh schon einen Siedler bauen. Gut, wir haben, außerdem wenn wir Bergbau fertig haben und dadurch die Seide abbauen können. Jetzt, was brauchen wir? Bronzeverarbeitung ist nicht schlecht, weil da kommen wir schneller zu unseren Spezialdingen. Das Spezialgebäude, die Werkstatt, das ist da beim Metallguss. Unsere Spezialtruppe ist da bei der Eisenverarbeitung. Das heißt, es zahlt sich aus, in diese Richtung da weiterzugehen. Machen wir mal Steinmetzkunst. Vielleicht Pyramiden bauen. Da sind wir dann ausgelastet mit Bautrupps für immer und ewig. Hey, das bringt plus 1 Produktion. Das ist ja gut. Produktion brauchen wir eh. Nicht mies in der Stadt. Vielleicht hätten wir auf Tradition gehen sollen. Obwohl ich fürchte, wir sollten. Das heißt, sie wünschen sich die Ressource Edelsteine. Sie haben Edelsteine. Verdammt. Gibt's das? Huch, da sind aber schon viele Truppen. Das ist nicht gut, kein gutes Zeichen. Autsch. Okay, jetzt können wir nicht einmal mehr fliehen, weil der da nicht rückwärts gegangen ist. Okay, wir verteidigen uns mal. Und wir tun so,
als wüssten wir, was wir tun. So, auf in die Stadt. Das Barbarenlager. Bis 1700 dauert es auch noch ein wenig. Noch einer, der in der Klassik ist. Ich fühle mich gerade urschlecht. Weniger. Na gut, ihr wartet bis zur Heilung. Das soll schon sein. Das scheint aber ganz gut zu gehen hier. Ich glaube nicht, dass er nochmal angreifen wird. Noch ein Götterpantheon. Viele Pantheone gibt es denn jetzt schon? Zwei, vier, sechs. Nein, das wäre cool. Plus eine Produktion von Fischerboten. Wow. Was ist denn da entstanden? Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Steinmetzkunst. Schauen wir mal. Bronzeverarbeitung. Oder Fallenstellen. Fallenstellen wäre auch nicht schlecht. Bogenschießen eigentlich auch nicht. Nochmal Fallenstellen. Okay, hier haben wir jetzt das Problem. Die müssen da irgendwie rüberkommen. Das heißt, die müssen da irgendwie raus und ihnen rüberhelfen quasi. Und noch ein Arbeitsboot. Zerstören. Na super. Oder? Nein. Den bringt er um. Ah, ja. So, machen wir uns einen Täter draus. Ah, mehr davon. Wir haben ja Zeit. Die stehen da jetzt schon seit 1000 Jahren rum. Ja, genau, hast schon recht. Dummes Ding. Irgendwo anders hingehen mit deinem Trupp da.
Treffen will ich ihn aber auch nicht. So, was bauen wir als nächstes? Könnten wir irgendwas von diesen Dingen bauen? Ob sich Stonehenge auszahlt. Bauen wir einen Kornspeicher, vergessen wir diese Wunder. Wir bauen einfach viel zu langsam, das ist ein bisschen ärgerlich. Die große Bibliothek, ja, das ist auf jeden Fall, zu langsam, weil die große Bibliothek schon gebaut ist. Okay. Ha, tatsächlich ist darüber gegangen. Nicht schlecht. So. Wenn wir da sind, die Stadt da haben, dann haben wir den Vorteil, dass wir dieses Lager von der Stadt aus beschießen können. Das. Du baust deine Stadt her. Kommst du da an. Fast haben wir es geschafft. Und du schießt einmal auf den da. Und baust mein Monument. Es ist so ein bisschen weniger Wachstum, aber eins mehr Produktion. So, wir schießen auf das Barbarenlager. Und wir haben fast wieder das Zeitlimit erreicht. Jetzt fast 1700. Wir haben die ganzen Barbarenlager mehr oder weniger vernichtet. Das finde ich immer ganz gut. Und der Stadtstaat Kuala Lumpur freut sich auch darüber. Und gibt uns deswegen. Kultur. Leute, die in der Klassik sind, bis ich selbst wilde. Noch viel Zeit vergehen. Daher kaufst du das Ding hier an. Wir haben das ja 1800. Das heißt, einen Zug machen wir noch. Dann sind wir circa gleich weit gekommen wie bei Civ 2. Immerhin, wir haben eine zweite Stadt gebaut in dieser Zeit. Oder kann man sagen, was man will?
Ups. Dann schießen wir auf die. Straßen können wir eh noch nicht bauen. Das ist doch auch nochmal fahren weiter. Und du. Bis daher. Und du heilst dich mal. Du heilst dich da. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt. Aber wir haben jetzt das Jahr 1760. Ich glaube, wir werden jetzt für heute wieder aufhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss euch.